So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Heart Golden Slog Challenge. Ich wollte gerade eigentlich noch das Pokémon wechseln. Danke, dass du mir diese Chance nicht gegeben hast, du, wer auch immer du bist. Nun ja, auf jeden Fall im letzten Part haben wir Entei, Raikou und Suicune vertrieben. Außerdem sind wir schon mal in die Arena von Tick City gegangen, haben ein paar Geister geknüppelt und irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich unwohl, weil ich nicht gerne gegen Geister kämpfe. Diese ganze Fluch, Horrorblick, Konfusstrahl, Nachtnebel, Kacke. Brauche ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Das heißt, ich werde auch mal nach diesem Kampf jetzt hier... falls du das jetzt überlebst, diese Runde. Na, ich glaube, der Brand... Ja, gut, so viel dazu. Aber natürlich kriege ich zuerst den Schaden. Warum? Das ist doch gemein. Auf jeden Fall werde ich gleich mal, glaube ich, Max nach vorne setzen. Und mit ihm dann die ersten ganzen Pokémon hier niederknüppeln. Und damit er vielleicht das ein oder andere Level-Up noch erreicht. Ich muss nämlich dann genau planen, wie ich das mache. Sieg oder Niederlage? Ich hatte beides. Wenn ich gewusst hätte, wie kurz dieser Kampf ist, hätte ich ihm am Ende des letzten Parts doch anhängen können. Dann hätten wir jetzt direkt mit der Arena starten können. Mit dem Leiter. Oder auch nicht, denn da oben steht noch eine, sehe ich gerade. Okay, Max, möchtest du spielen? Max, ich weiß nicht, ob er das möchte, oder? Mache ich das? Ja, komm. Max, lass dich nach dieser Arena sowieso dann erstmal wieder ausruhen. Auf jeden Fall aber doch schon mal ein cooles Flug-Pokémon für Notfälle. Das ist doch äußerst praktisch. Jetzt ist doch nicht egal, ob ich jetzt Hufflepuff oder das nehme. Ich nehme jetzt Hufflepuff. So, wem? Dazu irgendwie am meisten KP gerade. Ja, stimmt, die einzige Zweierentwicklung, ne? Und dann noch auf der höchsten Stufe. Schon klar. Oh Gott, Leute, Gengar. Ich habe keinen Bock auf Gengar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's cool, dass er hinter mir herfliegt. Also nicht geht, sondern fliegt doch wirklich. Gewonnen! Moment, hat die eben nicht verloren gesagt? Ich habe keine Ahnung. Diese Geisterfrauen verwirren mich! Medium Zenobia. Wie die Zenobia-Insel? Naja, Zenobia. Ich weiß nicht. Nicht unbedingt. Hi Max, wie er sich umdreht. Konfusion, immer noch. Bam. Das sollte genug Schaden machen, um dich mit einem Schlag zu besiegen. Dankeschön. Warum Englisch, wenn es auch einfach auf Deutsch geht, nicht wahr? Gott, ja, vielleicht erreicht er wirklich noch ein Level up vor dem Arena-Kampf. Ich denke mal, das Apollo wird dann doch nochmal ein gutes Stückchen mehr bringen. Sei schockiert aufgrund meiner Konfusion. Horrorblick. Ja, gut. Wenn du jetzt nicht Fluch einsetzt, ist mir das relativ egal. War ich sogar schneller als das Apollo gerade? Natürlich, ne? Das ist doch schon mal eine Information, die ich gerne verwerten möchte. Ich bin schneller als Apollo mit dem Noctu. Max, tu dein Bestes. Was kommt jetzt? Gengar etwa? Oh mein Gott. Nee, nur Nibulak. Okay, dann wird das nichts mehr mit dem Level Up. Dann wird das definitiv nichts mehr, auch wenn es Level 20 ist. Ich bin aber schneller als du, wie wir gemerkt haben. Yay. Ich muss sagen... Ich bin doch etwas angespannt. Wie gesagt, Horrorblick Fluch könnte mir ganz schnell zum Verhängnis werden, glaube ich. Verloren. Max, was sagst du dazu? Es freut sich. Max ist hochmotiviert. Ja, sollst du auch sein. Wir sind ja in einer Pokémon-Arena und das da oben sieht so aus. Okay, aber hier geht's nur nach rechts. Oder nicht? Da ging es gar nicht nach rechts, das wollte ich eigentlich gesagt haben. Dann heilen wir nochmal schnell unsere Pokémon. Und dann geht es auf zu Arena-Leiter Jens, der hoffentlich nicht ganz so fies zu uns sein wird, oder? Jens, komm schon, wir sind nur alte Klassenkameraden, weißt du nicht, nur damals? Ja, genau. Der immer die Bannkreiszettel an den Tisch geklebt hat, weil du immer so viel mit Geistern gespielt hast. Dankeschön, deine Pokémon sind wieder topfit. Ja, komm mal wieder. Okay, ich glaube aber, Jens fand das früher nicht so lustig, deswegen hat er auch immer mit Bleistiften danach nach mir geworfen. Ich habe das aber nicht so als nervig empfunden. Also ich meine, ich habe es nicht so empfunden, als wäre er genervt davon. Und warum rede ich darüber überhaupt, ne? Warum rede ich darüber? Ich weiß es nicht. Geschichten aus vergangenen Tagen, die niemanden interessieren. Bist du immer noch hochmotiviert? Max ist hochmotiviert. Naturellement, sei das. Naturellement. So, Hallöchen, du da oben. Okay. Max, du bist ein Trumpf und du bist ein Trumpf. Und Celi, du bist ein Trumpf. Wieso ist Celi ein Trumpf? Isaac ist ein Trumpf, so meine ich das. Ich werde aber, denke ich mal, den Anfang trotzdem mit Celi machen. Morgen müsste ja ein Nebulak sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hi Jens! Willkommen! Hier in Tick City werden Pokémon schon seit jeher als mystische Wesen verehrt. Wir glauben an eine alte Sage, die besagt, dass hier einmal sehr talentierte Trainer ein legendäres Pokémon erscheinen soll. Mein ganzes Leben habe ich fest daran geglaubt, dass die Weissagungen irgendwann eintreten werden und zu diesem Zweck im Geheimen trainiert.
Nun besitze ich die Gabe, Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. In diesen Visionen kann ich den Schatten eines Menschen erkennen, der die Fähigkeit besitzt, das legendäre Pokémon dieser Orte herbeizurufen. Und ich glaube, dass dieser Mensch niemand anderes als ich selbst bin. Achso, ich dachte, er sagte, dass ich das bin. Aber hey, hey, hallo, na, ich bin Gold. Und komm, hilf mir bei meinem Training. Okay, Mann, das mach ich gern, wenn du nett bist, du Sack. Gut, Jens, dann zeig mal, was du so drauf... Vier? Wieso vier? Das ist eins mehr, als ich dachte. Wahrscheinlich zwei Nebulak oder zwei Apollo, noch schlimmer. Da-dum, Nachtnebelattacke, Celi. So, und... Die können ja noch kein... Also ich glaube, das Nebulak von ihm kann kein Spukball. Wenn mich nicht alles täuscht. Nachtnebel um 4 reduziert. Das ist allerdings bei einer Attacke, die nicht so mega viel abhärt, dann doch etwas kritischer. Aber das überlebt er natürlich. Selbstverständlich. Und er kann Schlecker. Hahaha. Trololo, da lache ich doch drüber. 14 Schaden. Ja, okay, meinetwegen. Und da kommt ein Hypertrank. Okay, aber vielleicht ist es der einzige. Und das hieß nämlich, dass der Trank jetzt auf jeden Fall schon mal verbraucht ist. Und genau das lieben wir ja, nicht wahr? Ach, guck mal, der Sägesang hilft auch nochmal. 2 KP? Yo, 2 KP. Ganze 2. Wie mächtig. Wie überaus mächtig. Und nochmal 2 KP dazu, bitte. Yes, thank you. Und Groll. Ja, jetzt will es aber wissen. Lasst mir doch meine Attacke, Mann. Du Sack. Nachtnebel wird schon wieder um 4 reduziert. Konfusstrahl zur Sicherheit. Falls er nochmal... Konfusstrahl war ich schon Schlecker. Ja, und Nebulak wurde... abgeschleckt und damit eisekalt platt gemacht. Das bringt aber leider natürlich nur noch 1 KP. Und ganz viele Erfahrungspunkte. Wer kommt jetzt? Alpollo, Alpollo! Konnte der schon Spukball? Ich weiß es nicht. Hm. Zeig mal, was du so kannst. Verteidigung. Spezialangriff, aber Isaac hat definitiv die bessere Attacke. Ich versuch's mal mit Isaac. So. Okay, was auch immer du es tust, sei bitte nett. Sei kein Arsch. Denn ein Arsch zu sein ist nicht so nett. Verdammt, ich wollte noch die Wechselhülle anlegen. Oh, das hab ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall kommt da der Fluch. Der Fluch! Der Fluch der Flüche. Der eine Fluch. Okay. Aber mit Flammrad sollte ich den Kampf relativ gut in der Kontrolle haben. So. Unter Kontrolle, dankeschön. Und Isaac kriegt das natürlich gerade so nicht hin, ihn zu killen. So, dann hoffe ich aber, dass er jetzt nicht noch einen Trank hat. Okay, alles klar. Er scheint wirklich nur einen Trank gehabt zu haben, das ist sehr gut. Oh. Und ich will etwas trinken, ich gerate nämlich gerade arg in Schwitzen. Und das, obwohl er gesagt hat, dass er... nee, hat er nicht gesagt, aber das, obwohl er so cool ist. Zähl versucht, Tiefschlag zu erlernen. Hey, yay. Okay, bringen wir ihr mal bei, auch wenn es nicht so... Tolles eigentlich für den Schlecker. Alles klar. 1, 2, 3. Also Tiefschlag ist eine tolle Attacke. Das meine ich jetzt nicht. Tiefschlag ist eine super Attacke sogar, aber nicht für einen Nebulak. Ganz und gar nicht. Okay, und der Fluch tut sein Übriges. Und da kommt auch schon der Assi. Brrr, lach mich nicht aus, Mann. Okay, aber da kommt jetzt unsere Geheimwaffe. Max! Dich haben wir ausgebildet für diese Arena. Bam! Guck doch mal da hinten. Ja, alles ist in Ordnung. Keine Sorge. Oh, der hat natürlich keine Wirkung, der Spukball. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste er eigentlich als einzigen Angriff wirklich nur diese blöde Attacke haben hier. Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Genau die. Dann machen wir mal Konfusion und gucken mal, wie viel Schaden das macht. Horrorblick! Ja, gut, jetzt gibt's eh kein Zurück mehr. Dann hoffe ich jetzt mal ganz stark, dass dieses Gengar keine... kein Dingens hier beherrscht. Keine... Na, wie heißt es? Kein Fluch! Dankeschön. Stimmt, ich kann ja auch nicht einpennen. Trollololo. Wie überaus praktisch. Was ein Hardcounter. Ach Gott, die Zitrobeere, nicht wahr? Nam, 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 muss das denn sein, Mann? Hypnose! Ja, ich wusste nämlich, dass du noch Tiefschlag beherrschst. Okay. Warte mal, das heißt aber, kann durchaus keinen Fluch. Weil Hypnose, Tiefschlag, Spukball und Horrorblick. Genau, er kann keinen Fluch. Perfekt. This is perfekt. Wisst ihr, da bleibe ich doch gerne in dem Kampf drin. Da habe ich gar kein Problem. Da müssen wir gleich nur noch das letzte Pokémon, was wahrscheinlich entweder ein Nebulok oder ein Apollo sein wird, aus dem Weg räumen. Verwirrt es auch noch! Max, du läufst dir zu Hochformen auf! Dam, 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 dam. Konfusionsattacke! So, und jetzt bitte nicht noch einen Trank. Yes, yes, yes! Sogar kein einziger Tiefschlag kam durch. Das ist natürlich äußerst gelegen. Und jetzt darf ich auch wieder wechseln. Rein theoretisch. Aber ich glaube, ich lasse Max einfach mal drin. Den mähst du um, oder?
Wow, über 1000 Erfahrungspunkte. Das erste Mal, dass du über 1000 Erfahrungspunkte kriegen, kann das sein? Oder hat das Miltag auch über 1000 gebracht? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall viel Erfahrungspunkte. Und da kommt dein letztes Pokémon. Es ist ein Alpollo. Oh, machst du das? Oh nein, noch nicht. Ich glaube noch an den Sieg. Das kannst du ruhig tun, aber... Oh oh. Der kann bestimmt wieder Fluch. Aber der kriegt doch ein bisschen mehr Schaden durch Konfusion, nehme ich mal ganz stark an. Und er ist schneller als ich vor allen Dingen. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Okay, wenn er jetzt Fluch ansetzt, ist das schön doof. Aber ich habe ja noch viel härter trainiert als alle anderen. Offensichtlich nicht als ich. Ey, hast du meine Trainingsanheit gesehen, Jens? Dann wüsstest du, wie hart ich trainiert habe. Naja, gut. Im Endeffekt hat es die Pension gemacht. Aber es hat lange gedauert. Sehr, sehr lange. Ja, Konfusion. Und das war's. Schön. Sehr, sehr schön. Genauso wollte ich das. Alpollo wurde besiegt und Max erhält ganz viele Erfahrungspunkte. Leichter besiegt Jens. Ich besiege Jens, meine ich. Ich verstehe das einfach nicht. Tja. Shit happens, Jens. Meine Fähigkeiten im Kampf sind sich nicht so viele schlechter als deine. Aber du scheinst etwas anderes zu besitzen, als dass ich niemals... Aber gut, hier nimm diesen Orden. Gold erhält den Phantomorden. Wie nett von dir. Danke, Mann. Mit dem Phantomorden gehorchen dir alle Pokémon bis zu einem Level von 50. Aber das ist noch nicht alles. Deine Pokémon können nämlich die Attacke Surfer, yay, Flagman incoming, von Kämpfen außerhalb einsetzen. Außerhalb von Kämpfen. Und jetzt nimm bitte noch das hier. Spukball. Jawohl, der Spukball. Er bringt den Celebi oder nicht. Darum befindet sich Spukball. Diese Attacke verursacht nicht einfach nur Schaden bei einem Gegner, sondern senkt auch seine Spezialverteidigung. Wenn dir gefällt, kannst du sie gerne nach Belieben einsetzen. Ja, nach Belieben ist so eine Sache. Ich spring hinter dir, ich spring rechts neben dir. Ich kann nicht, dann spring ich ja dir runter. Okay, Leute, wir haben die halbe Johto-Region abgeklappert. Ich muss sagen, die letzten beiden Arena-Kämpfe, also hier gegen Bianca und der jetzt, der hat mich doch mitgenommen. Und nein, Bodo, ich gehe nicht ans Telefon. Es vergeht kein Part ohne Telefon. Entweder es klingelt wirklich bei mir hier in Real oder ich werde im Spiel angerufen. Wir benötigen deine Pokémon, bitteschön. Ihr habt jetzt erstmal das Recht, euch wirklich auszuruhen. Dong, dong, yay, Mann, das war cool. Ah, danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Stimmt's? Genau, komm bald wieder. So. Erstmal wieder nach Level trainieren. Sortieren, meine ich. Und Celi ist tatsächlich bald auf Level 25 und wird zu einem Alpollo. Habe ich es in diesem Part schon erklärt oder wollte ich es im letzten Part? Weil wenn es dann ein Alpollo ist, kann ich es auch direkt nochmal weiterentwickeln. Weil es ist nicht so wie bei Steinentwicklung, dass die Leute, wie manche geschrieben haben, ey, bist du doof, der lernt jetzt gar keine Attacken mehr. Nein, das ist nur bei Steinentwicklung wie Arcani so. Aber ein Pokémon durch Tauschentwicklung lernt die gleichen Attacken. Also Gengar lernt das gleiche wie Alpollo und Geowatz das gleiche wie Georock und so weiter. Das kann man also sofort machen, sobald es sich entwickelt hat. Frage ist nur, ob ich das tun werde. Aber das wird sich dann zeigen. So, einsetzen. Spukball. Wer kann das denn dann lernen, rein theoretisch? Also auf Level 33 lernt Celi von selbst, aber super Auswahl. Ich sehe schon. Hä? Nee. Und ich muss eben gucken, habe ich irgendwer, der Surfer lernen kann? Schon wahrscheinlich wirklich nicht, ne? Prinny, aber... Der muss sich erstmal entwickeln. Pokémon-Lagerungssystem. Pokémon bewegen. Nee. Ah, Prinny. Prinny kann. Aber das heißt, wir nachher uns noch nicht in diesem Part definitiv. Also mit dem. Mit der Flagmon-Aktion. Ja, ja, ja. Da müssen wir erstmal wieder scheinbar ein bisschen trainieren. Aber ich denke, das werde ich dann auch einfach mal tun. Okay, Leute, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal weiter Richtung Westen. Denn dort wartet nächstes. Also nächstes Level Cap. Merkt euch, Level 31 wird es sein. Moment mal, ich habe den Orden. Darf ich jetzt da eigentlich rein? Rein theoretisch. Der meinte irgendwas von wegen, was? Du bist nicht mehr so stark wie Jens? Dann vergiss es. Hi, der Glockenturm oder Zugflucht, bla 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 bla. Genau, das haben wir schon erfahren. Vielleicht darf ich eh nicht, weil ich die Regenbogenfeder nicht habe, ne? Oh, das ist der Arena von Dick City. Nur weil du den Ordner kämpft hast, heißt es noch nicht gleich, dass es dir auch gelingen wird, Ho-Oh zu rufen. Aber so ins Grunde nur hier durchzulassen. Bitte, du darfst gehen. Also doch, tatsächlich. Meine Güte, ich glaube es ja kaum. Schön, schön, schön. Was sagst du dazu, Mifi? Gefällt's dir unten? Mifi scheint mit Gold spielen zu wollen. Okay, fangen. Yay, ich hab dich. Nein, verdammt, ich krieg dich nicht. Oh mein Gott, wie machst du das? So, sind hier irgendwelche Typen? Oder vielleicht sogar wilde Pokémon, die ich fangen darf? Wow, sieht hübsch aus, Leute. Hübsch. Oh, das sieht wirklich verdammt doch mal gut aus. Na gut, in den Turm. Der Zinnturm, nicht wahr? Der Glockenturm, Entschuldigung. Entschuldigung, wenn es hier wilde Pokémon gibt, das wäre cool. Dann dürfte ich nämlich wieder was Neues fangen. Hä? What? Schon viele Menschen haben sich die Buntschwingen zu eigen gemacht und den Turm erklommen, um Ho-Oh zu rufen. Aber bisher hat das noch keiner tatsächlich bewerkstelligt, Ho-Oh wieder hervorzulocken. Die Buntschwinge ist ein bisschen wie ein Passierschein. A38.
Was? Für diesen Turm meine ich. Das, worauf Ho wirklich wartet, ist ein tiefer, unsichtbarer Bund zwischen einem Menschen und einem Pokémon. Schuckhoff, dankeschön. Aber wahrscheinlich sucht es eigentlich nach einer Person, die seine Verbindung zu den Menschen wiederherstellen kann. Soll er jetzt nicht dafür sich da hoch, oder was? Ach, come on, man. Schon viele Menschen haben bla bla bla. Schon viele Menschen haben Süßholz-Bullshit erzählt, weil irgendwelche Leute durch wollten und sie dann nicht durften. Dankeschön. Ja, du musst deine ganze Geschichte nicht noch einmal erzählen. In eine Kurzform hätte es auch getan. Eine Kurzform hätte es durchaus auch getan. So, dann haben wir hier. Kann ich von da... Nein, schade. Ich dachte, ich könnte mich von hinten irgendwie so Metal Gear-mäßig anschleichen. Aber nein, der Typ hat scheinbar auch auf seinem Hinterkopf Augen. Oder ein Ohr in seinem Ohr. Das könnte auch möglich sein. Wahrscheinlich beides. Hinterkopf und Ohren. Das heißt, er hat ganz viele Augen. Wie viele ist dann natürlich jedem selbst überlassen, der Fantasie. Okay, dann wollen wir erstmal wieder gehen. Dann lasse ich Max natürlich noch im Team, bevor wir ihn ausruhen lassen können. Wobei wir jetzt auch generell mal ein bisschen rumtauschen können. Mit Max ist doch schon mal eine gute Grundlage, möchte ich meinen. Gut, dann gehen wir jetzt aber wirklich Richtung Westen. Hier dürfen wir scheinbar noch nichts machen. Du, da lass mich raus. Danke. Ich bin nicht aggressiv, Mann. Ich bin immer so. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir gehen weiter. Und wir reden mit dem Typen hier. Weil der bestimmt wichtige Infos zu uns hat. Kommt mal, kommst du nochmal her? Aus Neuburg? Ja, aber das ist ja da, die Stadt, wo Professor Lent wohnt. Geil, Mann, ich bin der größte Fan. Du hast einen weiten Weg hinter dir. Korrekt. Das ist vollkommen korrekt, my friend. Und was sagt das Schild? Hallo. Nee, südlich von Oliviana City. Ja, da gibt's zwar die nächste Arena, aber nicht die nächste Arena, in der wir kämpfen werden. Du, da dreh dich mal um. Gut, danke. Ich wollte nämlich über das hohe Gras laufen. Ich habe die ganze Welt bereist, deswegen kenne ich alle Pokémon-Arten. Das bezweifle ich. Hast du schon mal etwas von einem Froxy gehört? Einem was? Einem Froxy? Einem was? Einem Froxy? Ach so. Und? Nein. Ach so, na gut. Dann werde ich einfach mit Käferbiss angreifen. Hätte ich sowieso getan. Schlammbombe. Wirf das nicht auf mich, das ist doch ekelhaft. Käferbiss. Om nom nom nom. Boah, ja. Mifi macht mittlerweile guten Schaden. Und die Flinkklaue wirkt. Ja, wie gesagt, die hat er doch deutlich... Hat sie doch deutlich nötiger als you. Weil er so mega lahm ist. Ne Aquaknarre tut weh. Nicht so weh, wie ich gedacht habe. Komm, da reicht doch bestimmt noch ein Turbodreher, oder? Moment, was? Ich bin schneller? What? Naja, okay. 222 Erfahrungspunkte, schön. Pierre wurde besiegt. Deine Fähigkeiten sind Weltklasse. Dankeschön. Jetzt wird er ganz bescheiden hier. Wir dürfen auf jeden Fall wieder ein Pokémon fangen. Hm, was bringt das, wenn ich hier oben lang gehe? Hier ist auf jeden Fall ein Zaun. Sollen wir mal gucken, was uns diese Route offenbart? Jemand hat gesagt, ich könnte auch Owei aus den Bäumen schütteln. Das wäre natürlich auch episch. Aber bevor ich jetzt hier ja alle Routen damit verbrate, mir Owei zu fangen, was dann irgendwie doch nicht kommt. Super, und jetzt kommt natürlich kein Pokémon, ne? Ist ja klar. Ich will eigentlich sowieso nur wissen, was hier oben ist. Ach so, das ist nur abge... Ach, keine Ahnung. Wir gehen sowieso alle Trainer durch. Dann machen wir erstmal gegen dich einen Kampf. Bist du ein starker Trainer? Wenn du stark bist, bringst du mir ein paar Tricks bei? Das werde ich tun, indem ich dich in einem Kampf schlage. Aber so lerne ich doch nichts. Oh doch, die Niederlagen zu verkraften. Wati, unseres ist viel hübscher als deins. Und das wird dir Mifi jetzt beweisen, indem er dich beißt. Was auch immer da ein Beweis sein soll. Aber es funktioniert garantiert so, irgendwie. Gegebenenfalls. Donnerschock, da lacht Mifi doch nur. Oh, nee, gar nicht mal so unbedingt. Da zieht er eher den Kopf ein. In seine Tanne. Oh Gott, jetzt bin ich auch noch verstatigt. Verstatigt, ja. Das ist ein anderes Wort für paralysiert werden. Dann darfst du mal machen, Benny. Ihr beide müsst sowieso wieder ein bisschen aufholen, Benny und Mifi. Ihr dürft in der Geisterin jetzt leider nicht wirklich kämpfen, weil die Pokémon da euch etwas überlegen sind. Was? Ich glaub's ja kaum. Hab ich gerade ernsthaft gesehen, dass der mir hier einen Trank benutzt hat? So ein normaler Trainer? Oh Gott, die Kugelsaat. Nee, nee, nee. Da greife ich vielleicht doch lieber zur Kopfnuss, wobei da wieder die Gefahr besteht, dass ich mich selbst paralysiere. Dum, 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 dum. Außer wenn die Macht wieder so weiter und übertreibt, indem sie wieder jedes Mal fünfmal trifft. Das wäre natürlich auch eine Option. Und jetzt bin ich eh paralysiert. Okay, Kopfnuss. Na gut, dann ebenso. Wenn ihr reicht ja gleich schon wieder ein Level, sehe ich gerade. Das heißt, die hinkt gar nicht so arg hinterher. Donnerschurk. Donnerschurk, der Donnerschurke quasi. Das ist ein neuer Superheld, müsst ihr wissen. Also, beziehungsweise ein neuer Anti-Held, der Donnerschurke. Das ist der schlimmste Erdfeind von Captain Gurke. Mhm, jeder kennt ihn. Kopfnuss! Und jeder weiß, dass Captain Gurke eigentlich die Geheimidentität von...
Max ist. Also dem Noctu, natürlich. Was labert er? Mensch, halt doch einfach mal den Rand. Dankeschön. Kopflosattacke. So, und das gibt ein Level-Up auf jeden Fall für Venny. Für Mifi weiß ich gerade nicht. Ich habe den Erfahrungsbalken nicht im Kopf. Nein, offensichtlich nicht. Aber für Venny. Hey, Level 21. Schön. Die KP sind gut gestiegen gerade. Und dann Eton. Eton. Eton? Das könntest du rein theoretisch zwar selber machen, aber du bist paralysiert und irgendwie habe ich so das Gefühl, vielleicht weiß ich nicht, jetzt kommt auf einmal Eisstrahl. Höchstwahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie so genau. Donnerschurk. Schon wieder der Donnerschurke. Warum? Warum? Das war die einzige Attacke, die beherrscht. Donnerschock. Und das ist paralysiert. Entweder das paralysiert, das greift eventuell nicht an. Oh. Ja. Und ich greife jetzt auch eventuell nicht mehr an, jedenfalls mit dieser Attacke. Tackle you. Oh ja, Tackle. Wir sehen diese unglaubliche Macht, diese Attacke. Jeder wird sich vor ihr zurückziehen. Tackle! Und Anton wurde geschlagen. Gut, Spieler besiegt Göre Rosemarie. Ich verstehe, so kämpfst du also. Ja, so kämpfe ich also. Danke, dass du das bemerkt hast. Achso, guck mal hier, die will mir sogar, wie sich mein Telefonbuch rein. Dann mach das mal, ich geb dir meine Nummer. Dum, 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 wieder Stalking. Yay. Die Nummer wurde registriert. Wenn das nächste Mal etwas im Kampf bekomme, teile ich es dir mit. Du bist kein schlechter Mensch. Glaube ich jetzt einfach mal. So, ich würde sagen, aber bevor wir gleich den Part beenden, heile ich mich nochmal ganz kurz, weil das war ja gerade etwas, etwas paralysefreundlich, sage ich mal. Dann können wir im nächsten Part auch auf der nächsten Route gucken, was wir da für ein wildes Pokémon fangen. Beziehungsweise, ob ich dann auch wieder trainieren gehe. Mache ich das vielleicht jetzt sogar schon? Also, Free trainieren vielleicht. Ihr seht es dann wieder anhand der Videobeschreibung, beziehungsweise ich werde es dann im nächsten Part auch sagen, ob ich es getan habe oder nicht. Dong, dong, da, da, dong. Danke, dein Pokémon ist wieder topfit. Komm jederzeit wieder. Deswegen werde ich jetzt auch mal hier den Part beenden, bevor ich den ganzen Weg dann nochmal zurückrennen muss. So Leute, das war erstmal Pokémon Hard Gold Nuzlocke Challenge für heute. Im nächsten Part geht es hier weiter mit einem frisch errungenen Orden. Fühlt man sich doch gleich tapferer. Bis dahin, Leute. Ciao.